Hallo und willkommen zurück zu Dungeon Rats. Wir werden hier mal weiter erkunden. Und da haben wir einen Boulder. Mal gucken, was das ist. The cave inn is at least a few decades old, yet this large boulder looks like it's been moved recently. You try to move it, but it's too heavy. It would take at least 3 men to push it aside. Group effort, give it a try. You manage to move the boulder to the side, revealing a large hiding place underneath it. Inside you find a steel broadsword and a well-oiled armor. Take them and leave. Panda. Was ist das? Auxiliary Armor Iron. DR5. Mit Masterwork. Oh, und das ist kaputt, muss repariert werden. Naja, hat gegen Crit deutlich mehr. Aber ansonsten... Na ja, komm. Können wir das Eisending auch noch zerlegen und da eventuell irgendwas Eisenmäßiges mitmachen? Jump to the other side. Oh, da ist ganz viel Eisen, wie es aussieht. Oder irgendein anderes Material. You didn't realize you walked straight into a Scolopendra's nesting grounds until it's too late. While the smaller insects scatter away, 3 adult Scolopendras move to defend their territory. Na super. Tja, als wenn einer nicht schon genug gewesen wäre. Ja, machen wir anders. Da werde ich den Hauptcharakter kann ich ja nicht austauschen. Ich werde den. Ich werde dem einen anderen Bogen bauen. Und außerdem den einen Typen austauschen. Und die Armbrustschützen mitnehmen. Das machen wir erstmal Crafting. Bow. Das war jetzt der, den er hat. Kimetian Bow 9 bis 15. Dann kann er halt zweimal damit schießen. Das ist auf jeden Fall besser. Ja. Dann den werden wir austauschen. Der kann zwar theoretisch auch mit der Armbrust schießen, ist aber nicht so gut. Können da... Moment, nehmen wir mal... Er hat so eine hohe Armor-Penalty, aber die wird... dann nicht zu tragen kommen.
Come with me. Yeah. Replace. Und dann machen wir hier Piercing. Piercing. Eventuell dann beim Nachladen, dass wir andere nehmen. Aber ich glaube, am Anfang ist das ganz klug so. Da haben wir Liquid Fire. Die könnte auch eine Bombe nehmen. Oder halt was, was durch die Rüstung ätzt. Frag. Nehmen wir erstmal die kleineren. Müssen die auch noch verbraucht werden. So. Okay. Dann machen wir mal. Okay, los. Der muss jetzt hier erstmal runterlaufen, weil die anderen durchlassen. Mhm. Okay. Da können wir jetzt die Bombe werfen. Sehr gut. Shit. Aber da muss leider. So. Noch eins weiter. Jetzt kann die anfangen. Die könnte noch eine Bombe werfen. Ne, ist zu weit weg. Ja, schießen wir auf den. Nachladen. Sehr gut. Mhm. Da kann man aber nicht hin. Ich weiß nicht, ob der dann weiterläuft, weil so wie die da stehen, sollte das eigentlich auch passen. Dann kann aber nur er angreifen und nicht er auch noch. Die müssten eigentlich die Position wechseln. Aber das ist halt gar nicht so einfach.
Das ist jetzt barbt. Ach, da drüber kann man auch noch laufen. Also auch schlecht zu sehen. Ja, damit hat meine ganze Taktik hier quasi nicht funktioniert. Kann man wieder neu machen. Dann kann ich besser Feuergedöns werfen. Ich müsste halt, wenn, dann bis ganz nach hinten laufen. Naja, ein Vorteil war halt, dass die da hinten in Sicherheit sind. Das müssten die dann gleich auch, also trotzdem drauf schießen konnten. Die ist ja zuerst dran, aber es nutzt nichts, wenn die da... Die könnte das Acid werfen. Naja, ich mach das wieder ganz ähnlich wie eben. Zuerst der, dann die. Autsch. Okay, kann ich direkt wieder laden. Ist schon fast im Arsch. Hatte der nicht sogar einen hohen Dodge-Wert? War da nicht was? Ja, naja, 7. Ist schon nicht schlecht, aber... Oh, das so. Okay. Die werden natürlich jetzt hier ausgesetzt von den... Sehr gut. Und jetzt noch den. Vergiftet. So. Aber das passt jetzt soweit. Jetzt kann die hin. Die kommt auch nächste Runde als erstes dran, ja. Kann zum... Ach, die kann da hinten nicht... Kann da die Bombe nicht hinwerfen. Auf den schon. Ach, das war ein... Ja, okay, da war das jetzt auch nicht die Bombe, die ich eigentlich vorhatte zu werfen. Ja, nee, das war auch nicht so, wie ich das wollte.
Okay, die hat den Acid. Wer hatte denn das andere? Der. Okay. Auf ein neues. Ja, die beiden, also es muss eigentlich schon so gemacht werden. Außer, dass ich damit mich natürlich jetzt falsch rum. Das, naja, ich probiere mal, vielleicht geht das jetzt trotzdem. Das hat geklappt. Warten wir mal. Wobei. Was passiert denn, wenn ich das da oben hinwerfe? Naja, er wird dann irgendwo hingepusht. Der wartet da mal gerade ab. Cleave. Nein, der hatte, die haben wir auch eine super hart zu treffen. Glück gehabt. Okay. Gut. Sehr gut. Okay, dann läuft der jetzt dahin. Die kann. Ja, die kann nicht schießen. Der müsste jetzt das Acid so werfen, dass quasi nur einer durchkommt. Die werden ja weggepusht, die stehen dann weiter hinten, hoffe ich. Und der eine bleibt da. Der wird auch da unten geschleudert. Na, das ist jetzt auch nicht besonders gut. Sehr gut. Da wird er auch angegriffen. Das macht also auch keinen Sinn, da jetzt wegzulaufen. Der müsste eigentlich sterben. Keine Ahnung. Muss man auch noch manuell nachladen. Barbed. Mal regular. War nichts. Na. Counterattack. Schön geblockt. Toll. Anladen. Gut. Da konnte man auch hin.
Dann machen wir das gleich. Machen wir erstmal hier ein Regular. Und nochmal einen Fast. Ne, Moment. Wir brauchen den nochmal, um die Bombe werfen zu können. So, der geht auf Seite. Schön. Hätte erstmal schlagen sollen. Naja, ist egal. Zu spät. So, der greift da an. Gut. Ah, schön. Super. Jetzt kann der die Bombe werfen. Sehr gut. Und dann auch ein Feld zurück. Ein Feld nach vorne. Kann sowieso nur einmal angreifen. Dann machen wir das weg. Ah! Ah, 13 Schaden. Super. Okay. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, also das ist viel zu glücksbasiert, viel zu glücksabhängig. Am Anfang ging's auch noch, weil die Schadenswerte nicht so hoch waren, aber wenn die jetzt hier in einem Zug quasi 25 Schaden machen können, ob nun mit einem Granatenwurf oder sonst wo, das da hört's halt auf. Der wirft jetzt direkt seine Bombe. Der kann eigentlich direkt noch eine Bombe werfen. So, und jetzt schießen wir sie einfach kaputt. Aber das ist natürlich dreimal geworfen, also kann auch irgendwo nicht Sinn der Sache sein. Regular Munition, regular. Ne, schieß mal lieber mit Fast. Hm. Muss man natürlich trotzdem noch treffen. Shits. Hätte ich natürlich noch eine dritte Bombe werfen können, aber... Oh, da habe ich aber viel, viel Glück gehabt. Den warten wir erstmal ab. Fast. Dann nehmen wir mal den da. Toll. Aha. Mhm. Nee. Okay. Passt. Weg. Nochmal kann er nicht schießen, er läuft aber nochmal unten hin. Mhm.
Jetzt bin ich wahrscheinlich trotzdem wieder tot. Ne? Der muss aber jetzt sterben, sonst bin ich tot. Ja. Okay. Das war jetzt trotz zwei Granaten. Ich hätte wahrscheinlich noch die dritte Granate werfen müssen. Ja, trotz zwei Granaten. Und einer Dingswurf. So, und ich habe auch keinen Heilkram mehr. Wobei ich weiß auch gar nicht, ob ich mir da noch Neues bauen konnte. Ne. Aber vielleicht kriegen wir hier wieder was. Eisen, Eisen, Eisen. Auch gut möglich, dass er jetzt erstmal noch in Kampf kommt. You enter a heavily vegetated area. You notice several of those carnivorous plants hiding amongst other plants. As if it wasn't bad enough, you spot a Scolopendra heading towards you. Drei von diesen Pflanzen und eins von den... Naja, okay. Mhm. Sollten wir vielleicht auch zurücklaufen und erstmal den umbringen. Wir sind ja alle vor denen dran. Der kann schon mal nachladen. Warten. Er läuft dahin. Sehr gut. So, er kann von da aus jetzt noch nicht weiter. Mhm. Die kann leider da auch jetzt nicht gescheit weglaufen. Sehr gut. Die Pflanzen sind sowieso alle dran, noch bevor sie dran ist, wieder dran ist. Also kann der jetzt auch noch warten. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Dann laufen wir mit dem erstmal weg. Gut. Wunderbar. Abwarten. Mhm. Na, shit. Drink. Einmal schießen und zurück.
Und die... ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Die müssten nichts tun, diese Runde. So, die Pflanzen konnten alle nichts tun. Ja, mit dem kann ich jetzt leider auch nichts machen. Der muss da angreifen. Ich hoffe mal, dass die von oben jetzt nicht... Ah, okay, das wollte ich zwar eigentlich nicht, aber ist auch gut. Kann die von da aus schießen? Toll. Ja. Der hat aber noch sein Gegengift aktiv. Aber der muss jetzt sterben, der Gegner, sonst bin ich im Arsch. Selbst dann wird es wahrscheinlich ziemlich fies. Das sieht nicht gut aus bisher. Aua! Okay. Drink. Wieso können die den angreifen, der die aber nicht? Der Bogen anscheinend eine niedrigere Reichweite. Na, ist ja doof. Na, das war nicht so klug von mir. Die wartet ab. Ja, jetzt können alle angreifen. Und damit ist er tot. Gut, dann muss ich den Kampf komplett anders aufbauen. Ich dachte, dass ich mir jetzt zumindest von den Winkel her, dass ich mir dann, sagen wir mal, wenn meine Leute hier stehen, dass ich den töten kann. Dann gehe ich ein paar Grad weiter, dann töte ich den. Dann gehe ich die letzten paar Grad weiter und töte den. Aber so funktioniert das natürlich alles nicht, wenn die unendliche Reichweite haben. Ich aber nicht. Dann muss ich voll drauflaufen im Grunde. Also zumindest das... Ich kann den zumindest erstmal... wie machen wir das? So könnte das auch ganz gut funktionieren. Die schießen natürlich dauerhaft auf mich drauf.
abwarten. Ich könnte da auch erstmal abwarten, bis der näher rangekommen ist. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir die Rüstung von dem drunter bekommen. Auch hervorragend funktioniert. Und damit sind wir auch schon vergiftet. Das Gift hat einen viel zu hohen Stellenwert in dem Spiel. Counterattack. Blockt. Toll, kann ich eigentlich schon wieder neu anfangen. Aber nichts getroffen. Naja, mal hin. Fast. Gut. Nochmal gut. Ja, muss Gegengift trinken. Counterattack. Ah, hätte ich zumindest treffen können. Gut. Fuck. Sauber. So, und jetzt schnell weiter zu den anderen. Ja, und tot. Obwohl das Gegengift aktiv war, ist das Gift durchgegangen. Ja, oder ich stelle meine Leute einfach nach vorne und werde möglichst schnell die Dinger töten. Und den vielleicht sogar in den Flammen wegschießen. Schließen. Aber ich glaube, da habe ich gerade gar nichts mehr. Ja. Ich könnte natürlich hier das Netz drauf werfen. Oder versuchen, den umzunocken. Wäre auch noch eine Option, aber ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Lass mal den mal rankommen. Ach scheiße, da hätte ich natürlich vorher nachladen sollen. Knockdown. Oha, okay. Auch direkt wieder alles vergiftet.
Vielleicht können wir da irgendwas anderes noch machen. Lex. Damit können wir die Penalty auf Dodge. Ja. Minus 5 für 3 Runden. Ist schon okay. Und Regular. Sauber. Die ist wieder dran. Nachladen. Regular. Und kaputt. Das hat doch gut funktioniert. So, dann kümmern wir uns erstmal um den. Oder? Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn der hier hinläuft, statt dahin. Wobei, diese Runde kann der eh noch nicht angreifen. Nächste Runde. Doch, machen wir so. Haben wir den weg, hoffentlich. Fast. Okay. Ja, ich meine, da kann man jede Runde Gegengift schlucken, aber wenn das eh wieder durchgeht, dann nutzt das auch nicht viel. Die muss er erst nachladen. Die vier kommen. Ja, sollte eigentlich allein mit dem Hammer funktionieren. Machen wir das hier. Der kann da jetzt gar nicht drauf schießen, also schießt er mit dem hier drauf. Na, schade. Fast. Das hat noch nicht ganz gereicht. So. Rüber. Ja, die muss jetzt ein Gegengift verwenden. Nachladen und Feuer. Ja. Ja, hilft ja nichts. Die ist direkt wieder vergiftet und ist nächste Runde tot. Wer hat denn das designt? Nachladen. Kümmern wir uns erstmal um das Ding, nachdem wir den hier umgehauen haben. Aber das wird ein Knockdown, das muss auch natürlich erstmal funktionieren. Das ist sehr glücksabhängig. Sehr schön. Gut. Dann probieren wir es aus. Knockdown. Treffsicherheit von 22%. Das ist. Hatten wir aber eben mehr. Aber da stand ich wahrscheinlich da in dem Rücken oder so.
Kann ich jetzt, also 20%, da brauche ich auch gar nicht anfangen eigentlich. Lieber so. Müssen wir halt jetzt Glück haben, dass wir ausweichen. Aber jetzt sind quasi schon wieder zwei Leute vergiftet. Und wenn der jetzt nochmal angegriffen wird, ist er auch vergiftet. Counterattack. Ah, Glück gehabt. Nachladen. Der ist jetzt weg. Autsch. Der ist weg. Fast. Mhm. So, jetzt kann es sein, dass der schon tot ist. Hat noch 7, der wird in der nächsten Runde wahrscheinlich tot sein. Naja, der müsste jetzt trinken und, aber das ist schon, kann ich auch schon wieder vergessen. Ja, also da ist so viel Glück bei. Das ist nicht schön. Werfe ich das mal drauf. Und abwarten. Aha. Abwarten. Jetzt ist er wieder in die andere Richtung gewandt. Jetzt können wir Knockdown mit 40. Ja, das ist halt auch komplett Glück. Und damit habe ich jetzt schon wieder so viel Schaden und Gift gefressen. Ja, kann ich wieder laden. Der hätte vielleicht auch noch einen Knockdown-Versuch. Aber der hätte, glaube ich, gar keine Punkte mehr für, weiß ich nicht. Mhm. Ja. Knockdown. Ja, ich kann das jetzt so lange ausprobieren, bis das einmal funktioniert mit einem Knockdown, aber das ist doch scheiße. Ich meine, der muss doch davon mal was dodgen. Der dodgt vielleicht 50% von den Angriffen. Na, ich habe jetzt das Nachladen vergessen. Scheiße. Naja. Das Netz brauche ich auch eigentlich nicht werfen. Na gut, dann würde jetzt in den nächsten Runden halt mehr haben. Knockdown. Ausgewichen. Probieren wir es hiermit noch. 19%. Counterattack. Hm.
Okay. Dodge, Dodge, ja, sehr gut. Ja, warten wir mal ab. Jetzt hat er nur noch 27, dann schlagen wir uns damit fast zu. Naja. Ja, aber das ganze scheiß Gift, wenn man dagegen irgendwas machen könnte. Klar, auch da, wenn man natürlich einen eigenen Charakter baut und Dodge maximiert und Konstitution maximiert, dann kriegt man durch das Gift auch noch kaum Schaden. Aber ich meine, da habe ich ja hier überhaupt keine Option zu. Meinen Charakter, den habe ich einmal festgesetzt. Und bei den anderen Charakteren kann ich sowieso nichts mitbestimmen. Also an den Hauptattributen, von daher. Also der Schwierigkeitsgrad gefällt mir nicht. Also nicht wegen dem Schwierigkeitsgrad selber, sondern einfach, weil es unfair schwer ist. Naja, ich probiere es trotzdem jetzt erstmal mit dem Knockdown aus. Wenn der nicht funktioniert, kann ich wieder laden. Ja. Nachladen. Da brauche ich auch eigentlich nichts werfen, weil der greift in der ersten Runde sowieso nur einmal an. Und danach ist er jetzt entweder genockdownt oder nicht. Also gut, ja, jetzt hat's geklappt. Oha. Der frisst alles davon. Da können wir einen Powerschlag machen. Yes, gut reduziert. Und den hauen wir einmal mit Lex rein. Was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil der keine Beine hat, aber gut. Regular. Aber ich glaube, das hat sich schon gegessen. Der ist jetzt tot. Mhm. So, der nächste. Das ist dann das hier. So, dann macht es eigentlich keinen Sinn, dass ich mit denen noch dahin laufe. Die können besser direkt hier weitermachen. Aha. Mit dem Gegengift brauche ich ja auch erst gar nicht ankommen, das ist die Punkte nicht wert. Mhm. Kann eigentlich schon. Warte ich mal ab. Und dann schießen wir da einmal noch mit Regular drauf. Zweimal Fast. Und weiter nach oben.
Die hat reduzierte AP. Ah ne, ist von der letzten Runde noch. Okay, nachladen. Feuer. Die wären am besten zuerst noch weiter gelaufen. Regular. Okay. Und fast. Mhm. Ne, die können eigentlich schon nichts mehr machen. Der kann da stehen bleiben. Den lasse ich mal als Notlösung da. Ja. Das ging jetzt ganz gut. Das lag aber auch einfach daran, dass ich schon fest damit geplant habe, den umzunocken. Was ja eigentlich überhaupt nicht sein kann. Ja, wir haben wieder ein bisschen Nahrung bekommen. Wir haben, können wieder Skills verteilen. Die hat jetzt 35. Ich kann den Dodge weiter ausbauen auf 9. Bei dem wollte ich ja eigentlich nur Alchemie noch auf 8 bringen und den dann wieder rauswerfen. Wobei der jetzt schon einen größeren Sinn hat als der, ist der Speerkämpfer eben, weil der mit dem Speer einfach nichts getroffen hat oder nirgendwo durchgekommen ist. Bei dem hier, ja, Dodge müsste eigentlich, müssen wir auch nochmal erhöhen. Jo, dann nehmen wir mal wieder den Kram mit. Take all. Da haben wir dreimal das Pflanzengedöns. Gut, damit können wir jetzt auch schon wieder ganz ordentlich was heilen. So. Das ist mehr als der... Ja, gut. Aber das ändert ja nichts. Das Einzige, was ich ja nutzen kann. Ich habe ja keine... Das sind drei Rationen, die ich bekommen habe. Also eine andere Option habe ich hier gerade gar nicht. So, die kann nachladen. Und dann mache ich hier auch erstmal wieder einen Schnitz und dann werden wir beim nächsten Mal weiterschauen. Aber es ist schon sehr mühselig, muss ich sagen. Naja gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn!